Am 1. Mai 1521, also vor 500 Jahren, erreichte Martin Luther auf seinem Rückweg vom Reichstag in Worms das Schloss Eichhof. Dort wurde er vom Hersfelder Abt und vom Rat der Stadt höchst ehrenvoll empfangen. Er übernachtete in Hersfeld und predigte dort am nächsten Morgen. Eigentlich wollten wir hier am 2. Mai zum Jubiläum 500 Jahre Luther in Hersfeld im Park am Schloss einen großen Open-Air-Gottesdienst feiern mit den Kirchengemeinden am Lutherweg von Niederaula bis Katus, mit der Pröbstin, mit dem Dekan und anschließend ein Picknick und musikalisches Programm. Doch leider macht uns Corona da wieder mal einen Strich durch die Rechnung. Aber in einem Jahr, am 1. Mai 2022, werden wir das hier an dieser Stelle nachholen. Im Jahre 1520 veröffentlichte Luther seine drei wichtigsten Schriften. Und dank des Buchdrucks verbreiteten sie sich rasch und sorgten für einiges Aufsehen. Seine Kritik am Papsttum und an der Kirche mit Ablasshandel und der Bevormundung der Gläubigen teilten viele seiner Zeitgenossen. Der Papst schloss ihn aus der Kirche aus und Luther wurde vorgeladen vor die geistlichen und weltlichen Fürsten und den Kaiser. Auf dem Wormser Reichstag am 18. April 1521 legte Martin Luther seinen größten weltgeschichtlichen Auftritt hin. Aus seinem Glauben erwuchs ihm der Mut, vor den Fürsten und dem Kaiser nicht zu widerrufen, sondern ein Bekenntnis abzulegen. Er berief sich auf die Bibel, er berief sich auf sein im Glauben gebundenes Gewissen und auf die Vernunft. Gott helfe mir, Amen. Zu dieser Schlussformel wurde später der bekannte Satz hinzugefügt: Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Dieser Moment war ein Meilenstein auf dem Weg in die Neuzeit hin zu unseren europäischen Freiheitstraditionen. Freiheit, Gewissen, Vernunft, darauf berufen sich viele. Für Luther waren diese aber eingebunden in den Zusammenhang mit dem Glauben und der Bibel. Das wird heute oft vergessen. Und die, die gerade für Freiheit demonstrieren und Corona leugnen, haben nach meiner Meinung nicht mal mehr die Vernunft an Bord. Für mich persönlich sind die Freiheit und das entlastete Gewissen die wichtigsten Punkte der reformatorischen Theologie. In der Welt müssen wir uns ständig rechtfertigen für unsere Worte und Taten und wir sehnen uns zugleich nach Anerkennung. Durch Jesus Christus schenkt uns Gott jedoch die volle Anerkennung und die Befreiung von allem Zwang. Dadurch werden wir eigentlich erst zu wahren Menschen, denn so erhalten wir unsere unantastbare Würde. Und als innerlich befreiter Mensch, der sich von Gott geliebt weiß, kann einem nicht so viel Angst machen in der Welt. Wir sind innerlich frei von allen Zwängen. Wir können und müssen uns unser Heil nicht verdienen und können diese Energie einsetzen für die Welt, für unsere Mitmenschen und für uns selbst. Amen.